Ja, hallo Lieben, Christian Schmeier, Paterpott, Beziehungscoach, Psychologe und so weiter. Noch ein bisschen zerzaust, heute ein Reifen geplatzt, mitten im Schnee, schneebedeckter Straße und natürlich erstmal riesen Chaos, muss mal abgeschleppt werden, muss man nicht abgeschleppt werden. Wieso kommt kein Abschleppauto? Fährt man doch noch weiter, fährt man nicht weiter? Egal, aber gut. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass da nichts weiteres passiert ist. Und wir haben eine Nachricht von Anna Tefkola und es geht so um das Thema, ob wir nicht uns diese ganzen Rollen, Anführungsstrich, Narzisst, Dependent, Empath, bla bla bla, ob wir die nicht alle wechseln können, so, ne? Hi Christian, bin begeisterte Anhängerin deines YouTube-Contents seit einigen Jahren. Würde mich tierisch freuen, wenn du ein Video zu meiner Geschichte createn würdest. Da ich denke, es könnte vielleicht einigen, vor allem aber deinen pluspoligen Follower, etwas die Sicht erweitern. Ich bin in den 30ern geschieden und habe keine krassen Erfahrungen meiner Kindheit. Gut, Vater war nie da, wegen Schichtarbeit, Streit zwischen Eltern, Mutter überversorglich und überängstlich, aber beide Eltern haben für uns Kinder das Beste getan, was sie geben könnten. Ja, und das machen, glaube ich, die meisten Eltern. Deswegen sollte man irgendwann im Leben mal Frieden schließen damit, wenigstens für sich, sage ich mal. Und trotzdem kann es natürlich grässlich gewesen sein, aber wir hatten gestern ja Bootcamp hier, da haben wir da auch ganz viel drüber gesprochen, wenn ihr auch zum Bootcamp kommen wollt. Es gibt nur eins in Frankfurt und Hamburg, findet ihr auf liebeschiff.de. Es ist natürlich so, ich sage immer so, ich habe in letzten Monaten viel meinem Vater und so gesprochen. Also wenn ich höre, wie der groß geworden ist mit jetzt bald 90, denke ich so, Gott, was wir uns heute alle mal sagen, was vielleicht traumatisch war. Das war für die schon ein super Tag irgendwie, ne? Weil die einfach in der Schule nur Gewalt und was ist, ach, das ist mit Krieg und und klar, das ist jetzt nichts Besonderes hier, Schichtarbeit und so, aber muss ich jetzt auch sagen, natürlich spielen die Fakten nicht eine Rolle, sondern wie du das erlebt hast als Kind, ne? Weil es zählt ja nicht die echte Realität, die sowieso keiner weiß, die es auch gar nicht mehr gibt, also die echte Vergangenheit, besser gesagt, sondern nur, was in deinem Kopf irgendwie abgespeichert ist und darauf reagierst du ja, und das kann man natürlich schon schlimm finden oder nicht so schlimm finden. Aber können wir ja nicht klären. Und dann gibt es natürlich, das haben wir gestern auch besprochen, natürlich gibt es eine Genetik, die man mitbringt. Und dann kann man jetzt sagen, glauben, kann man nicht sagen, glauben, bringt man natürlich auch bestimmte Seele mit Themen, die die Seele vielleicht bearbeiten möchte. Oder ich weiß es nicht, weiß letztlich ja keiner. Aber deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Manchmal findet man auch nichts in der Kindheit. So, nun war ich schon immer anders, etwas soziophob, hypersensibel und immer in krankhaften Bindungen, habe alles durch, betrogen werden, Selbstbetrügen, Affären, kenne die ganze Spannbreite der psychischen Gewalt, Gaslighting, Future Faking, Fast Forwarding und so weiter. Und auch körperliche Gewalt, unter anderem, weil ich wusste, wie ich den Mann so weit provoziere, bis er zurückschlägt. Ja, sehr reflektiert. ich bin jetzt kein Gewaltexperte, sage ich auch gleich. Aber, und Gewalt ist natürlich in keinem Fall gerechtfertigt, muss man gar nicht drüber reden. Aber das ist mir schon öfter aufgefallen, wenn ich selten mal, ich habe die da nicht immer in eine Spezialberatungsstelle gekriegt, aber wenn ich geschickt, aber wenn ich mal Paare hatte mit Gewalt, ist mir immer aufgefallen, dass es eben auch vorher eine krasse Provokation gab, die vielleicht auch nicht hätte sein müssen, so. Und ja, das ist halt so aus meiner Sicht, ist das einfach so diese Schmerzkörperprozesse, ne? So à la Eckhart Tolle. Aber gut, wollen wir uns heute jetzt mal nicht so zu Gemüte führen. War nach meiner Ehe, in der ich wohl eher pluspolig war, aufgrund von Herzrhythmusstörungen, die keine organische Ursache hatten, in Psychotherapie. Ja, auch das ein Symptom, was ich ganz oft höre, ist natürlich auch so ein klassisches psychosomatisches Symptom. Kommt mir erstaunlich oft unter im Zusammenhang mit toxischen Beziehungen. Habe ich jetzt wirklich schon aufgehört. Ja. Im Psychotherapie, dort wurden mir dependente Züge nahegelegt. Ja, es gibt ja nicht nur Narzissmus und Borderline und unabhängig vom ICD-11
Gibt ja auch noch andere Sachen, ne? Dependent, auch Pluspole können irgendwas haben, ne? Ich selber sehe mein Verhalten in diesen Bindungen rückwirkend tendenziell borderlineig. Was ich aber ausdrücken will, ich denke nicht, dass nur irgendein Mensch entweder Narzisst oder Empath oder Borderliner ist. Hat sie das so geschrieben, Narzisst oder Empath in Anführungsstrichen und dann Klammern Borderliner, Ausrufezeichen. Ist mir auch schon aufgefallen, dass Menschen, die sich so sehr frontal als groß, also sag ich nicht, dass du das jetzt bist, aber die sich so als extrem empathisch sehen und hochsensibel und ich weiß nicht was, was ja teilweise auch Traumafolge ist, ja, manchmal eben auch so borderlineige Züge haben. Es wird ja immer wieder, wir reden hier immer auf Social Media, immer Narzissmus, aber Borderline gibt es natürlich häufiger und ist, glaube ich, nicht weniger problematisch für Partner, zumindest so in der Masse. Das kann im Einzelfall natürlich mal anders sein und machen ja auch viel mehr Therapie und so, aber ja, ist sicherlich auch kein einfaches Beziehungsmuster. So. Ja, also entweder Narzisst oder Empath oder Borderliner ist, sondern dass die gegenseitigen Trigger den Plus- oder Minuspol in einem hervorrufen, je nach Bindungsmuster, Umfeld und derzeitiger Lebenssituation. Ja, genau das habe ich gestern auch gesagt, Bootcamp. Bin ich voll bei dir. Und ich denke, man muss das so mal sehen, es gibt ein Klima und es gibt Wetter. Ne? Also wir können ein Klima haben, was sich vielleicht erwärmt über einen langen Zeitraum und auch ein Klima in einem Land haben. Ne? Und trotzdem haben wir Wetter. Ne? Also hier in Deutschland haben wir halt, glaube ich, wie heißt das so, ozeanisches Klima. Trotzdem können wir ganz heiße Sommertage haben oder ganz kalte Wintertage. Und ich glaube, ähnlich muss man das auch sehen. Ich habe vielleicht so ein Bindungsklima. Und es gibt auch ein Bindungswetter, was vom derzeitigen Situation abhängt. Und jeder, der das hier zuhört, überhaupt jeder Mensch, kann, wenn man nur genug triezt, kann er Borderline-Verhalten zeigen oder narzisstisches Verhalten oder dependentes Verhalten. Also müsst ihr nur genug triezen. Ne? Und die Grenze ist halt bei jedem Menschen woanders. Und das dürfte ja inzwischen jedem klar sein, der länger auf meinem Kanal ist, dass wir von Beziehung zu Beziehung den Pol wechseln können, ohne mal zwischendurch auf die Null zu kommen, sondern dann von plus 4 auf minus 4, dass das möglich ist, ja, dürfte, glaube ich, allen klar sein. Und dass es eben auch vom Partner abhängt. Ne? Deswegen ist auch eben nicht, was ja manchmal gesagt wird, liebe dich selbst und heirate, wen du willst, sondern das Match spielt aus meiner Sicht eine Riesenrolle. Ein gescheites, für einen selber schlaues Match mit der richtigen Bindungserwartung, mit dem richtigen Bindungsmodell spielt aus meiner Sicht eine riesen Rolle. Wir können nicht einfach irgendjemand daten, da kommt echt nur Murks bei raus. Ne? So, und es lohnt, egal in welcher Richtung man geprägt ist, ob um sich selbst oder um andere kreisend, dieses Leid der toxischen Liebe als Chance zu nutzen, egal wie viele Wiederholungen oder Runden man braucht. Ja, schöner kann ich es nicht sagen, weil ich glaube auch, das ist einfach letztlich ein Geschenk, wenn wir es als Geschenk sehen können, was uns helfen kann, uns wirklich total nach vorne zu bringen, wie mit dem Raketenantrieb, wenn man es nutzt. Und Zeit spielt da keine Rolle. Ne? Das ist, dauert halt so lange, wie es dauert. Und genau, ja. Man kommt ja am Ende bei sich an und der Wahrheit, dass nichts ohne Grund geschieht. Ja, ist manchmal, also ich kann das verstehen. Ich finde, man darf aber auch sagen, was mir ja gerade passiert, weiß ich nicht, kann ich keinen Grund sehen, finde es total, in diesem Moment, jetzt und hier, total kacke, habe ich keinen Bock drauf, darf man natürlich auch fühlen. Ne? Wenn du auch solche Fragen stellen willst, geht über ein Formular auf liebeschipp.de und wir sehen uns bald wieder.